Ja, sehr gut. So. Dann kommen wir zum nächsten Thema in der Vorlesung. Und das ist jetzt das letzte Thema im ersten Teil der Vorlesung, in dem es also um Grundlagen, mathematische Grundlagen und multivariate frequentistische Verfahren geht. Nächste Woche beginnt ja Teil 2 der Vorlesung, wo es um prädiktive Modellierung gehen wird. Aber heute sind wir noch in der frequentistischen Modellierung und da ist das Thema kanonische Korrelationsanalyse. Das will ich auch zunächst nochmal so ein bisschen in den Vorlesungsverlauf einordnen, indem ich hier nochmal auf das, auf diese Übersicht zurückkomme, die wir vor 2 Wochen bereits diskutiert hatten. Also wir hatten gesehen, dass unabhängige und abhängige Variablen sowohl univariat als auch multivariat sein können und dass je nachdem, wie unser Datensatz charakterisiert ist, also durch univariate oder multivariate abhängige Variablen, wir diese 4 Szenarien haben, die Sie hier in der Tabelle sehen. Und diese 4 Szenarien werde ich jetzt nochmal im Schnelldurchlauf durchgehen und quasi sagen, wo wir uns heute darin verorten. Also wir hatten gesehen, dass wenn wir eine einzige unabhängige und eine einzige abhängige Variable messen, dass wir dann so einen einfachen Datensatz aus x und y haben und dann können wir Korrelationen berechnen, zum Beispiel. Und das wird heute auch nochmal ein Thema sein zu Beginn dieser Vorlesung. Wir können natürlich auch ein einfaches lineares Regressionsmodell rechnen und dann den Koeffizienten des Anstiegsparameters Signifikanz testen, das läuft auf selbe hinaus. Und wir hatten gesehen, dass wenn die unabhängige Variable eine diskrete Variable ist, also nur mit einer endlichen Menge möglicher Zustände, dass wir dann im Bereich von T-Tests und der Varianzanalyse sind. So, dann kann man dieses Schema erweitern und eine Menge von unabhängigen Variablen einführen. Die heißen hier x1 bis xm. Und dann sind wir im Szenario der multiplen linearen Regression, die Sie sicherlich auch aus Ihren Bachelorveranstaltungen kennen und die man auch unter dem Dach des allgemeinen linearen Modells behandeln kann. Wenn man das jetzt andersrum macht, das heißt, dass wir eine multivariate abhängige Variable betrachten, die haben jetzt hier die Namen y1 bis ym, und unter der Bedingung, dass wir weiterhin nur eine unabhängige Variable haben, die dann auch diskreter Natur ist, dann sind wir so im Bereich multivariater Verfahren, die Gruppen Mittelwerte oder Gruppenerwartungswerte vergleichen. Das sind in erster Linie T-Quadrat-Tests und die einfaktorielle Manova, die wir in der ersten Seminarsitzung und letzte Woche besprochen haben. Gut. Heute sind wir hier. Das heißt, wir sind heute in dem Szenario, in dem wir eine mehrdimensionale unabhängige Variable, x1 bis xm, vorliegen haben und eine mehrdimensionale abhängige Variable, y1 bis mY. Wenn das der Fall ist, wenn man also gewissermaßen sowohl auf x- als auch auf y-Seite eine Datenmatrix hat, dann kann man eine kanonische Korrelationsanalyse durchführen. Und das werden wir heute uns genauer ansehen. Man könnte auch ein multivariates, allgemeines lineares Modell rechnen. Das multivariate ALM ist nicht Teil dieser Vorlesung. Wir haben aber Spezialfälle des multivariaten ALMs behandelt, zum Beispiel die einfaktorielle Manova. Ist ein Spezialfall des multivariaten ALMs. Und wir konzentrieren uns jetzt hier nur auf die kanonische Korrelationsanalyse. Das heißt, wie man es schafft, irgendwie im Sinne von Korrelation eine Aussage zu machen über den Zusammenhang zwischen 2 Mengen von Variablen, statt dass es nur um 2 einzelne Variablen geht. Okay? So. Das heißt, wir sind also, um nochmal auf dieses Schema zurückzukommen, heute hier an dem oberen Ende dieses Spektrums. Das heißt, wir werden nochmal über univariate Korrelation sprechen. Und andererseits sind wir hier ganz am unteren Ende dieses Spektrums von Datenanalysemethoden, in dem wir also 2 multivariate Variablen miteinander in Beziehung setzen wollen. Gut. Wir werden dabei jetzt so vorgehen, dass wir zunächst nochmal ein bisschen Wiederholung machen. Also wir werden über den Korrelationsbegriff reden und wie man Stichprobenkorrelationen berechnet und uns dann langsam hinführen zum Anwendungsszenario der kanonischen Korrelation.
Dann werden wir das Modell formulieren, was der kanonischen Korrelationsanalyse zugrunde legt und zeigen, wie man die Parameter dieses Modells schätzen kann. Sie sehen, dass hier unterhalb des Abschnitts Selbstkontrollfragen noch ein Abschnitt Beweise ist. Das liegt daran, dass der Hauptbeweis für die kanonische Korrelationsanalyse, der also hier im Abschnitt Modellformulierung kommt, glaube ich, dass er sehr voraussetzungsreich ist und wir keine Zeit haben, diese ganzen Voraussetzungen einzuführen. Deshalb ist der jetzt quasi in den Anhang verschoben und den behandeln wir nicht in der Vorlesung. Aber wenn Sie das interessiert, dann können Sie da gerne mal reinschauen. Gut, dann fangen wir an mit der Einführung zu Korrelation. Also ich möchte Sie hier bitten, nochmal an ein sehr einfaches Anwendungsbeispiel zu denken. Wir stellen uns also wieder vor, dass wir hier so eine Studie zur Psychotherapieforschung mit Depressionspatienten durchführen und dass wir dabei zwei Variablen erheben. Und zwar haben wir einmal eine Variable Anzahl der Therapiestunden, die also sowas wie die Therapiedauer repräsentieren soll, wie viele Therapiestunden verabreichen wir einer Person im Rahmen unserer Therapie. Und wir haben eine abhängige Variable BDI-Score-Reduktion, das heißt die Veränderung des Beck-Depression-Inventory-Fragebogen-Ergebnisses von vor zu nach der Therapie. Und wir interessieren uns jetzt für den Zusammenhang zwischen Therapiedauer und Therapiewirksamkeit. Gibt es da einen Zusammenhang? Wenn ja, wie sieht dieser Zusammenhang aus? Intuitiv, was würden Sie sagen, wie sich die Anzahl von Therapiestunden, die ein Patient oder eine Patientin erhält, auf die Symptomreduktion auswirkt? Bitte? Ich würde sagen, dass es am Anfang einen Anstieg gibt in der Wirksamkeit und dass dann irgendwann im besten Fall, je nachdem wie es halt auch ansteht bei der Person, auch so einen, ja, obwohl es verändert sich ja eigentlich auch manchmal zwischendrin, aber sagen wir mal im Idealfall sich dann irgendwann nicht mehr so stark verbessert. Okay, das heißt, Sie würden auf lange Sicht zumindest erwarten, dass es einen Anstieg gibt der Symptomreduktion mit Therapiedauer, dass sich dieser Anstieg aber irgendwann erschöpft und der Effekt dann saturiert, gewissermaßen. Okay, wir haben hier dazu einen Beispieldatensatz, der natürlich fiktiv ist. Das heißt, das sind simulierte Daten, die wir aus einer Verteilung gezogen haben. Und da haben wir hier zunächst die linke Spalte, DUR, das soll glaube ich für Duration stehen, also Therapiedauer, sagen wir mal in Anzahl der Therapiestunden. Man kann ja auch 21,5 Therapiestunden erhalten. Und hier auf der rechten Seite haben wir dann die Spalte Delta BDI, also Veränderung des BDI-Scores. Und das müsste jetzt natürlich eine ganze Zahl sein, wie Sie wissen, in realen Experimenten wäre das eine ganze Zahl, aber das sind wie gesagt simulierte Daten, wo die Werte jetzt nur auf eine Nachkommastelle gerundet wurden. Gut, diesen Datensatz haben wir hier einmal visualisiert. Auf der X-Achse Therapiedauer, auf der Y-Achse Therapiewirksamkeit. Und wir interessieren uns jetzt für die Frage, wie stark hängen Anzahl der Therapiestunden und die beobachtete Symptomreduktion miteinander zusammen. Hier zeichnet sich so ein bisschen schon das Muster ab, was Sie angesprochen haben. Wenn wir annehmen, dass die Therapie wirksam ist, dann sollte auch mehr Verabreichung dieser Therapie irgendwie zu mehr Erfolgen führen. Aber natürlich hat das alles seine Grenzen. Also wir gehen davon aus, dass sich dieser Anstieg hier nicht ins Unendliche fortsetzt. Also wenn wir irgendwie 100 Therapiestunden verabreichen, dann bedeutet das nicht, dass wir eine Symptomreduktion von 100 erhalten werden. Das ist ja auch möglich. Das ist ja auch nicht möglich mit der Art und Weise, wie der BDI konstruiert ist, aber für diesen Wertebereich, in dem wir jetzt hier Daten haben, scheint erstmal dieses allgemeine Prinzip, je mehr, desto mehr realisiert zu sein. Okay, dann wollen wir den Begriff der Korrelation einführen, und zwar den Begriff der Korrelation von zwei Zufallsvariablen, die eine Verteilung haben. Ja? Also wir sind hier noch nicht bei einer Stichprobe von Zufallsvariablen, dazu kommen wir dann später.
Gegeben seien also zwei Zufallsvariablen, Xi und Y. Wir bezeichnen weiterhin die Zufallsvariablen mit kleinen griechischen Buchstaben, Xi und Y. Und die Korrelation dieser Zufallsvariablen soll definiert sein als Kovarianz von Xi und Y geteilt durch das Produkt der Standardabweichung von Xi und Y. Und diese Korrelation nennen wir dann Rho. Das ist ein kleines griechisches Rho. Und das große griechische Rho sieht so aus wie unser P. Gut. Rho von Xi und Y ist Kovarianz geteilt durch Produkt der Standardabweichung. Standardabweichung ist die Wurzel aus der Varianz, wie wir wissen. Das heißt, hier unter dem Bruchstrich könnte auch stehen Wurzel von Xi mal Wurzel von Y. Und so in der Form werden wir die Korrelation dann später auch an einigen Stellen sehen. So, das ist die Korrelation, wird auch Korrelationskoeffizient genannt. Diese beiden Worte bedeuten das Gleiche. Und Sie wissen bereits, die Korrelation liegt immer zwischen minus 1 und plus 1. Werte, die näher an minus 1 und plus 1 liegen, stehen für einen stärkeren Zusammenhang, entweder eine Antikorrelation oder eine positive Korrelation. Und wenn die Korrelation 0 ist, dann werden diese beiden Zufallsvariablen unkorreliert, als unkorreliert bezeichnet. Es gibt dann einen wichtigen Zusammenhang zwischen stochastischer Unabhängigkeit und Korrelation, der wie folgt ist: aus der Unabhängigkeit zweier Zufallsvariablen, Xi und Y, folgt, dass ihre Korrelation 0 ist. Das gilt umgekehrt aber nicht. Das heißt, wenn die Korrelation zweier Zufallsvariablen 0 ist, heißt das nicht notwendigerweise, dass sie unabhängig voneinander sind. Und wir werden dafür nachher auch Beispiele sehen, wo wir also Fälle von Zusammenhängen haben, die von einer Art sind, die durch den Begriff der Korrelation nicht eingefangen werden kann. Das heißt also, Unabhängigkeit impliziert Unkorreliertheit, aber Unkorreliertheit impliziert nicht Unabhängigkeit. Okay, jetzt kommen wir zum Begriff der Stichprobenkorrelation. Dafür brauchen wir zunächst mal eine Stichprobe. Das heißt, gegeben sei ein Datensatz. Ein Datensatz wird hier verstanden als eine Menge von Paaren von x- und y-Werten. x1, y1 bis xn, yn. Das ist ein Datensatz. Das ist eine Teilmenge von R hoch 2, also des zweidimensionalen euklidischen Raums. Und auf Grundlage dieses Datensatzes definieren wir dann die Stichprobenmitte, x quer, y quer, auf Basis der bekannten Formeln, die Stichprobenstandardabweichung, sx und sy, auf Basis der bekannten Formeln, und die Stichprobenkovarianz der Paare xi, yi. Die Stichprobenkovarianz berechnet man, indem man nimmt xi minus x quer, Abweichung vom Mittelwert, mal yi minus y quer, Abweichung vom Mittelwert für die andere Variable. Das wird aufsummiert über alle Datenpunkte, i gleich 1 bis n, und dann geteilt durch n minus 1. Das ist die Stichprobenkovarianz. Und wir werden auch gleich sehen, auf einer Abbildung, wie sich diese Produkte der Abweichungen von den Mittelwerten dann oder von den Stichprobenmitteln dann in der Korrelation auswirken. Die Korrelation ist definiert als Stichprobenkovarianz Cxy geteilt durch Produkt der Stichprobenstandardabweichung Sx mal Sy. Das heißt, das ist hier komplett analog zur Definition der Korrelation für zwei Zufallsvariablen, also für den wahrscheinlichkeitstheoretischen Begriff, nur dass wir eben die Verteilungsmaße, Kovarianz und Standardabweichung durch ihre Stichproben analogar ersetzen. Gut, das hier wäre einmal ein R-Code, der so die Berechnung einer Korrelation illustriert. Ich führe den hier schon mal ein, weil wir später auch diese Daten noch verwenden werden für die kanonische Korrelationsanalyse. Wir laden also zunächst mal hier so eine CSV-Datei, die heißt kanonische Korrelationsanalyse.csv, und in der sind mehrere Variablen drin. Zwei dieser Variablen sind Duration und Delta BDI.
die extrahieren wir dann als unsere X, I und Y, I. Dann haben wir hier einmal den Quellcode zur manuellen Berechnung der Stichprobenkorrelation, also wenn man das selbst implementieren wollen würde. Das sind die Stichprobenmittel, X quer, Y quer, die Stichprobenstandardabweichung. Daraus ergeben sich dann die Stichprobenvarianz CXY und die Stichprobenkorrelation RXY, für die wir hier einen Wert von 0,88 erhalten. Natürlich können wir dieselbe Analyse auch mit der in R eingebauten Funktion durchführen. Die heißt COR, C-O-R, und wenn wir das machen, erhalten wir denselben Wert 0,88. So. 0,88 ist eine sehr hohe Korrelation. Der Maximalwert für die Korrelation ist 1. Das heißt, wir können also sehen, dass in unserem simulierten Beispieldatensatz Therapiedauer und Therapiewirksamkeit sehr stark korreliert sind. Mehr können wir darüber jetzt noch nicht sagen. Also wir haben also keinerlei Signifikanztest oder sowas durchgeführt. Wir haben einfach nur eine hohe Korrelation festgestellt. Okay, diese Abbildung zeigt jetzt, wie sich die dieses bereits angesprochene Produkt der Abweichung der Datenpunkte von ihren Mittelwerten auswirkt. Das wird hier die Mechanik der Kovariationstherme genannt. Also ich erkläre mal dieses Koordinatensystem hier. Wir haben hier also Koordinatensystem mit zwei Achsen und der Ursprung dieses Koordinatensystems soll an der Stelle x quer y quer liegen. Das sind also die Stichprobenmittel der x-Werte und der y-Werte und die sollen jetzt hier im Zentrum des Koordinatensystems liegen und die teilen unseren Datensatz in vier Quadranten auf. Ja? Im oberen rechten Quadranten und im unteren linken Quadranten ist es so, dass diese Abweichung der Datenpunkte vom Stichprobenmittel die gleichen Vorzeichen haben. Größer 0, kleiner 0, kleiner 0. Plus mal Plus ergibt Plus, Minus mal Minus ergibt auch Plus. Das heißt, das Produkt der Abweichung wird hier jeweils positiv sein und trägt positiv zur Kovarianz dabei, erhöht also die Korrelation. So, dann haben wir die anderen beiden Quadranten, oben links und unten rechts. Und da ist es so, dass die Abweichungen verschiedene Vorzeichen haben. Kleiner 0, größer 0, größer 0, kleiner 0. Minus mal Plus ergibt Minus und Plus mal Minus ergibt auch Minus. Das heißt, diese Datenpunkte tragen nicht zur Kovarianz bei, sondern vermindern diese und vermindern demzufolge auch die Stichprobenkorrelation. So, das kann man zusammenfassen, indem man sagt, häufige richtungsgleiche Abweichung der Variablen von ihren Mittelwerten führt zu einer insgesamt hohen Korrelation. Häufige richtungsungleiche Abweichung der Variablen von ihren Mittelwerten führt zu einer eher niedrigen bzw. negativen Korrelation. Und wenn sich all diese Fälle irgendwie die Waage halten und sich gegenseitig ausgleichen und voneinander aufheben, dann werden wir also keine Korrelation sehen bzw. eine Stichprobenkorrelation feststellen, die sehr nah an Null liegt. Okay, hier haben wir dazu ein paar Beispiele. Wir haben jetzt hier also 9 verschiedene Datensätze, die als Punktwolken in einem zweidimensionalen Koordinatensystem dargestellt sind, mit der jeweiligen Stichprobenkorrelation oberhalb, also als Abbildungstitel. So, Sie sehen, die sind hier von positiver, starker positiver Korrelation links oben bis starke negative Korrelation rechts unten sortiert. Und man kann bereits sehen, dass also wenn diese Punktwolke so von links unten nach rechts oben geneigt ist, dass man dann hier im Allgemeinen eine positive Korrelation hat, wie in der oberen Zeile. Wenn die Punktwolke hingegen von links oben nach rechts unten geneigt ist, wie in der unteren Zeile, dann wird man eine negative Korrelation erwarten. Und für den Fall, dass sich die Richtung der Punktwolke gar nicht so richtig erkennen lässt, wie also hier in dem mittleren Panel, haben wir eine sehr kleine Korrelation, beziehungsweise eine Korrelation, die sehr nahe an Null liegt. Okay, dann gibt es eine wichtige,
einen wichtigen Aspekt, der zu beachten ist bei der Berechnung von Korrelationen. Und das betrifft die Tatsache, dass der Begriff der Korrelation und damit auch der Begriff der Stichprobenkorrelation nur lineare Zusammenhänge zu quantifizieren imstande ist. Ja? Also wir haben hier einmal drei Beispiele für verschiedene Datensätze. Und ich spreche jetzt mal hier unten über die Formeln, dann können wir uns die Bilder angucken. Und alle diese Datensätze sind dadurch charakterisiert, dass y, also eine Funktion von x ist, plus ein epsilon, was standardnormal verteilt ist. Epsilon i folgt einer Standardnormalverteilung. Das heißt also, wir nehmen ein x, stecken es in irgendeine Funktion rein, erhalten ein y und addieren dann noch normal verteiltes Rauschen obendrauf. Das heißt, wir sehen diesen funktionalen Zusammenhang nicht exakt, sondern der ist ein bisschen verrauscht. Und welche Arten von funktionalen Zusammenhängen sind das jetzt hier? Im ersten Fall ist es ein linearer Zusammenhang, y gleich x. Im zweiten Fall ist es quadratischer Zusammenhang, y gleich x². Und im dritten Fall ist es so ein, periodischer Zusammenhang mit einer trigonometrischen Funktion, also 8 mal Cosinus 2x. So, wenn wir jetzt für die so generierten Daten die Stichprobenkorrelation berechnen, dann erhalten wir hier links im Falle des linearen Zusammenhangs 0,9 und in der Mitte und rechts eine Stichprobenkorrelation von minus 0,01, also praktisch keine Korrelation. So, auf Grundlage des Stichprobenkorrelationskoeffizienten müssen wir also sagen, dass dass x und y in diesen beiden Datensätzen hier Mitte und rechts unkorreliert sind. Und sie sind auch unkorreliert im Sinne der Korrelation als linearen Zusammenhang. Gleichwohl würden Sie mir wahrscheinlich zustimmen, dass hier ein klarer systematischer Zusammenhang besteht zwischen den Variablen. Ja? Nur die Korrelation ist nicht in der Lage, diesen Zusammenhang zu quantifizieren. Die Zufallsvariablen sind nicht unabhängig voneinander, aber trotzdem beobachten wir eine Korrelation nahe Null. Das ist also eine Mahnung, dass man nicht nur Korrelationen berechnen sollte von Daten, sondern sich auch die Daten mal visualisieren sollte, um zu sehen, ob die Modellannahmen, die man macht, überhaupt zutreffend sind. Und dann könnte es eben sein, dass man eigentlich einen Zusammenhang beobachtet, der nicht linear ist oder der, wie Sie vorhin angesprochen haben, nur in einem bestimmten Wertebereich linear ist und dann aber anfängt abzuflachen. Und dann wäre vielleicht eine Korrelation nur noch mit Einschränkungen ein geeignetes Analyseverfahren. Okay. Hier habe ich noch weitere Beispiele zur Stichprobenkorrelation. Das ist also eine Abbildung von Wikipedia, die nochmal einige wichtige Punkte im Zusammenhang mit der Stichprobenkorrelation veranschaulicht. Also in der ersten Zeile sehen wir erstmal nochmal, wie also die Kovarianz und Standardabweichung der Variablen in eine einzelne Zahl komprimiert wird, ja, in die Stichprobenkorrelation. Das heißt, wir können daraus später auch nicht ablesen, wie groß die Kovarianz und die Standardabweichung sind. Und der Zusammenhang ist so, dass je klarer irgendwie die lineare Struktur in den Daten ist, desto höher ist der Absolutwert der Korrelation. Das heißt, desto höher näher an 1 oder minus 1. Bis zu dem Punkt, wo alle Punkte im Prinzip auf einer Geraden liegen und wir dann eine Korrelation von 1 und minus 1 sehen. Es ist dabei aber egal, welchen Anstieg diese Gerade hat, und das ist, was in der zweiten Zeile zu sehen ist. Ja? Also alle diese Datensätze, bei denen die Punkte auf einer perfekten Gerade liegen, haben eine Korrelation von 1 oder minus 1. Und die Korrelation hängt damit nur indirekt damit zusammen, wie stark der Anstieg der Gerade ist. Also die Korrelation quantifiziert in erster Linie, wie klar der Zusammenhang zwischen den beiden Variablen ist im Sinne des Rauschens, was diese Variablen haben. Und die dritte Zeile illustriert nochmal den Punkt, den wir auf der vorherigen Folie bereits gesehen haben, dass nämlich
Korrelationen, also nur lineare Zusammenhänge quantifizieren. Ja? Also alle Datensätze, die Sie hier unten in der letzten Zeile sehen, teilweise vielleicht ein bisschen unrealistische Datensätze, haben eine Stichprobenkorrelation von 0,0. Dabei ist es natürlich so, dass diese Variablen nicht unabhängig voneinander sind und es schon irgendwie eine gewisse Struktur in dem Datensatz gibt. So, abschließend noch eine Frage. Hat jemand eine Idee, warum hier in der Mitte keine Zahl über der Abbildung steht, bei dem ganz mittleren Datensatz? Warum wir da also keine Stichprobenkorrelation haben? Ich gebe mal einen Tipp. Wir müssen also dafür nochmal in die Formel der Stichprobenkorrelation schauen. Bitte? Wir haben keine Kovarianz. Wir haben keine Kovarianz. Woran machen Sie es fest? Dass wir die Werte alle auf einer Linie haben, die, wie soll ich sagen, also die wohl ein konstanter Wert vorhanden ist. Was meinen Sie? Da ist ja die Standardabweichung von y 0 und wenn wir dann sx mit 0 multiplizieren, man kann ja nicht durch 0 teilen. Richtig, also beides ist korrekt, aber der Grund, dass wir hier keinen Wert haben, ist nur das zweite. Ja? Also die Kovarianz ist tatsächlich 0, weil alle Abweichungen der y-is von ihrem y-quer 0 ist. Aber dann könnte ja die Korrelation immer noch 0 werden, weil das ist nur der Zähler des Bruchs. Der Punkt, wo das schief geht, ist hier sy. Dieser Datensatz hat also keine Variation in y-Richtung. Damit ist die Stichprobenstandardabweichung 0 und durch 0 kann man nicht teilen, deshalb steht hier kein Wert. Okay, jetzt kommen wir zu einer Aussage über Kovarianz und Korrelation unter linearen Transformationen und damit bewegen wir uns schon so ein bisschen hin in Richtung kanonische Korrelationsanalyse, weil das eine wichtige Aussage ist, die wir später brauchen werden. Und zwar betrifft die eben die Art und Weise, wie sich Kovarianz und Korrelation zweier Zufallsvariablen ändern oder nicht ändern, wenn wir eine linear-affine Transformation anwenden. Also wir haben hier zwei Zufallsvariablen, Xi und Y, und wir definieren zusätzlich vier Konstanten. Alpha, Beta, Gamma, Delta. Das sollen hier also reelle Zahlen sein. Wenn ich das richtig sehe, müsste auch, also Alpha und Gamma dürfen nicht 0 sein, sonst funktioniert das zweite hier nicht mehr. Aber im Grunde genommen sind das reelle Zahlen. Ja? Und dann können wir also neue Zufallsvariablen definieren. Zum Beispiel definieren wir Alpha mal Xi plus Beta. Xi ist eine Zufallsvariable, also ist das auch wieder eine Zufallsvariable, die vielleicht irgendeine andere Partei hat. Und dann definieren wir Gamma mal Y plus Delta. Y ist eine Zufallsvariable, das heißt, das wird auch wieder eine Zufallsvariable sein. Und wir können fragen nach der Kovarianz und der Korrelation dieser neuen Zufallsvariable. So, und hierzu macht dieses Theorem eine Aussage. Und zwar ist es so, dass die Kovarianz der neuen linear-affin transformierten Zufallsvariablen der Kovarianz von Xi und Y entspricht, mal die Parameter, mit denen man multipliziert hat. Also mal Alpha mal Gamma. Die Korrelation hingegen, für die Korrelation hingegen ist es so, dass die Korrelation der neuen Zufallsvariablen der Korrelation von Xi und Y entspricht. Ohne in irgendeiner Weise skaliert zu werden. So, mit anderen Worten, die Kovarianz zweier Zufallsvariablen ändert sich, wenn sie linear-affin transformiert werden, entsprechend der benutzten linear-affinen Transformationsparameter. Alpha und Gamma in dem Fall. Die Kovarianz, die Korrelation zweier Zufallsvariablen ändert sich aber nicht, wenn man sie linear-affin transformiert. Wenn Sie dazu ein Beispiel haben möchten, also denken wir an die Zufallsvariablen
Körpergröße und Körpergewicht. Ja? Körpergröße und Körpergewicht sind in der Bevölkerung moderat miteinander korreliert, weil eben vor allem Körpergröße zu mehr Körpergewicht beiträgt. Und jetzt können wir uns irgendwie Daten nehmen, meinetwegen Körpergewicht, Körpergröße in Metern, Körpergewicht in Kilogramm und diese Korrelation berechnen. Sagen wir mal, diese Korrelation ist 0,4. Wenn wir dann die Daten, die wir erhoben haben, in eine andere Einheit umrechnen, beispielsweise Körpergröße in Zentimetern oder Gewicht in Gramm, werden wir immer noch dieselbe Korrelation erhalten. Ja? Also die Korrelation von Körpergewicht und Körpergröße ändert sich nicht, wenn wir sie zum Beispiel die Einheiten umrechnen. Und sie würde sich halt selbst dann nicht ändern, wenn wir zu jeder Variable noch einen konstanten Wert dazu addieren würden. Zum Beispiel Körpergröße relativ zu 1 Meter oder Körpergewicht relativ zu 50 Kilogramm. Und das ist also das, was dieses Theorem unter anderem impliziert. Gut. Das kann man natürlich auch beweisen. Ich möchte jetzt auf die Beweise in der Vorlesung, also ich möchte jetzt nicht so detailliert an der Tafel durchgehen, weil ich nachher gerne die Zeit haben möchte für das Simulationsbeispiel der kanonischen Korrelationsanalyse, was glaube ich wichtiger ist. Deshalb werde ich die jetzt hier nur auf der Folie durchgehen und ich mache das mal am besten mit der Maus hier, damit Sie mir besser folgen können. Also wir betrachten hier die Kovarianz der neuen Zufallsvariablen, die durch die linear-affine Transformation zustande kommen. Die kann man zunächst einmal nach der Definition der Kovarianz hinschreiben. Das ist also der Erwartungswert von erste Zufallsvariable minus ihr Erwartungswert mal zweite Zufallsvariable minus deren Erwartungswert. So. Dann wissen wir, der Erwartungswert ist ein linearer Operator. Das heißt, wir können hier Faktoren wie Alpha herausziehen und diese Summanden wie Beta und Delta kommen ebenfalls aus der Klammer. Beta und Delta subtrahieren sich dann weg und Alpha und Gamma kann man ausklammern und damit kann man sie auch aus dem äußeren Erwartungswert herausbewegen, weil es sich dabei ja um konstante Faktoren handelt. Und dann haben wir bei dem, was hier im Inneren übrig bleibt, die Kovarianz von Xi und Y, die also so definiert ist. Und die werden dann multipliziert, die wird dann multipliziert mit den Faktoren Alpha und Gamma. Das ist die erste Aussage des Theorems. So, dann kommen wir zur Korrelation und da schreiben wir auch zunächst nochmal die Definitionen. Ich hatte vorhin gesagt, Korrelation ist gleich Kovarianz dieser Zufallsvariablen geteilt durch das Produkt der Wurzeln aus ihren Varianzen. Das steht hier. Und jetzt wenden wir im Zähler zunächst mal das an, was wir hier oben gezeigt haben. Kovarianz transformiert sich. Und für die Varianz gilt was ganz Ähnliches, nämlich dass konstante Zahlen, die man hinzuaddiert, wie Beta und Delta, die Varianz natürlich nicht verändern. Sie verschieben die Zufallsvariable nur auf der Achse. Während Faktoren sich schon auswirken, der Gestalt, dass also die Varianz, die ursprüngliche Varianz, dann mit Alpha Quadrat bzw. Gamma Quadrat multipliziert wird. So, dann kann man hier die Wurzeln ziehen und sieht eben, dass sich Alpha und Gamma kürzen und dann steht hier nur noch Kovarianz geteilt durch Standardabweichung und das war unsere ursprüngliche Definition für die Korrelation. Und damit ist also gezeigt, dass sich die Korrelation nicht ändert, wenn man die Variablen linear umrechnet. Okay, jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter in Richtung kanonische Korrelationsanalyse. Und wollen also ein mögliches Anwendungsszenario betrachten. Und dafür greifen wir zurück auf unser Beispiel vom Beginn der Vorlesung und stellen uns vor, dass wir das jetzt leicht erweitern. Also wir wollen also zusätzlich zu der Anzahl Therapiestunden eine weitere unabhängige Variable einführen, nämlich die Erfahrung des Psychotherapeuten oder der Psychotherapeutin, die die Person in der Studie behandelt. Und das zusammen soll dann ein Maß für die Therapiegüte sein. Ja, man könnte analog zu den Therapiestunden also denken, dass je erfahrener die Psychotherapeutenperson ist, desto besser das Ergebnis der psychotherapeutischen Behandlung ausfallen sollte. Und
Wir nehmen weiterhin an, dass wir zusätzlich zur BDI-Score-Reduktion eine weitere abhängige Variable einführen bzw. messen, nämlich die Reduktion der Glucocorticoid-Plasma-Level. Und diese beiden Variablen zusammen sollen dann ein Maß für den Therapieerfolg darstellen, das heißt, wie gut wirkt sich die Therapie bei den behandelten Personen aus. So. Jetzt haben wir zwei unabhängige Variablen und zwei abhängige Variablen und die Frage ist wieder, können wir irgendwie eine einfache, griffige Aussage darüber machen, wie diese beiden Gruppen von Variablen miteinander zusammenhängen? Okay. Dazu hier auch nochmal der Beispieldatensatz. Wir haben jetzt also eine Tabelle mit vier Spalten. Wir haben die Therapiedauer, DUR. Wir haben die Erfahrung, EXP. Wir haben Delta BDI, das heißt die BDI-Score-Reduktion. Und wir haben Delta Glu, das heißt die Reduktion der Glucocorticoid-Plasma-Level, wie auch immer die gemessen sein mögen. Und die ersten beiden sind jetzt hier unsere unabhängigen Variablen, von denen wir glauben, dass sie auf die anderen beiden, die abhängigen Variablen, irgendeinen Einfluss haben. Und welchen Einfluss sie haben, das ist hier die Frage. Okay, gibt es Fragen bis hierher? Das war jetzt größtenteils Wiederholung zum Korrelationsbegriff und sollte also eigentlich für Sie auch nichts Neues gewesen sein. Vielleicht abgesehen von diesem Theorem zur linear-affinen Transformation, was also für Korrelation nicht direkt wichtig ist, aber für die kanonische Korrelationsanalyse gleich eine wichtige Rolle spielen wird. Gut, dann machen wir weiter mit der Modellformulierung. Und hier, also das ist sehr kompliziert und wir wollen erstmal so die Grundzüge erläutern und dann wollen wir sie nochmal erläutern. Und dann wollen wir das mit Definitionen und Theoremen angehen. Also, wir stellen uns vor, dass wir also unsere Datenmatrizen X und Y haben und dass jede Zeile dieser Datenmatrix also einen X-Vektor und einen Y-Vektor beinhaltet. Mit mx gemessenen unabhängigen Variablen und my gemessenen abhängigen Variablen. Ja? Für jeden Datenpunkt 1 bis n. So, das sind Zufallsvektoren. Und die Grundidee bei der kanonischen Korrelationsanalyse ist jetzt, dass man eine Linearkombination der x sucht und eine andere Linearkombination der y, sodass diese beiden Linearkombinationen maximal miteinander korreliert sind. Ja, also man will die x irgendwie verrechnen und die y irgendwie verrechnen, sodass die dann miteinander sehr hoch korreliert sind. Und das würde dann bedeuten, dass es irgendwie einen starken multivariaten Zusammenhang zwischen den beiden Variablen x und y gibt. Gut. Das heißt, wir definieren also Vektoren a und b. A ist ein mx-dimensionaler Vektor, so wie x. Und b ist ein my-dimensionaler Vektor, so wie y. Und dann betrachten wir die Skalarprodukte von a und x, beziehungsweise b und y. Das heißt, wir berechnen a transponiert x. Das können wir auch kurz mal an der Tafel machen. A transponiert ist also dieser Vektor hier, a1 bis amx. Und x ist dieser Vektor hier, x1 bis xmx. Das ist eine 1 mal mx-Matrix und das ist eine mx mal 1-Matrix. Und dann wenden wir die Regel der Matrix-Multiplikation an und erhalten eben a1 mal x1 plus und so weiter bis amx mal xmx. So, mit anderen Worten, wir haben hier also Summen der Einträge in x gewichtet mit den Komponenten von a. Ja? Und dasselbe machen wir
mit B und Y, das heißt, wir berechnen B transponiert Y und das Ergebnis davon ist dann eine Summe über die Einträge von Y gewichtet mit den Komponenten von B. Ja? Also letztendlich Linearkombinationen von X und Y. Gut, dann definieren wir diese Linearkombinationen als neue Zufallsvariablen. Xi ist gleich A transponiert X. Und Y ist gleich B transponiert Y. Das hier habe ich gleich dazu schon, das ist A transponiert X. Ja. B transponiert Y habe ich jetzt nicht angeschrieben, aber läuft nach dem, funktioniert nach demselben Schema. Gut. Diese Zufallsvariablen Xi und Y sind Zahlen. Ja, also eine Linearkombination, das Ergebnis einer Linearkombination ist eine einzelne Zahl. Das heißt, wir sind mit Xi und Y wieder auf ein univariates Korrelationsproblem geführt. Und wir können natürlich die Korrelation zweier einzelner Zufallsvariablen berechnen, entsprechend unserer Definition. Und das Ziel ist jetzt, dass wir A und B so bestimmen wollen, dass die Korrelation Rho von Xi und Y maximal wird. Wobei wir allerdings sicherstellen wollen, dass die Varianzen von Xi und Y 1 sind. Dieses UDN, was hier steht, heißt unter der Nebenbedingung. Und das ist eine Nebenbedingung, die wir einführen. Und wir werden gleich auf der nächsten Folie sehen, warum wir die einführen. Okay, so das war jetzt die bildliche Einführung, sag ich mal. Auf dieser Folie hier steht jetzt nochmal genau das Gleiche verbalisiert. Und ich werde das jetzt einfach nochmal durchgehen und Sie können es sich dann nochmal anhören. Also, wir betrachten multivariate unabhängige Variablen x und multivariate abhängige Variablen y. Die x kann man dabei als Prädiktoren betrachten, weil sie irgendwie vorhersagen, was mit den y passiert oder welche y wir messen werden. Und die y kann man dabei als Kriterien betrachten, weil sie das sind, was wir messen im Rahmen unseres Experiments. Jetzt werden beobachtete Werte der Prädiktoren und der Kriterien als unabhängig und identisch verteilte Realisierungen der entsprechenden Zufallsvektoren x und y verstanden. Und wir sind daran interessiert, eine Linearkombination zu finden von x auf der einen Seite und von y auf der anderen Seite, sodass diese Linearkombinationen maximal miteinander oder höchstmöglich miteinander korreliert sind. Dazu führen wir die Vektoren a und b ein und bestimmen dann die, und bezeichnen dann die Linearkombination als xi gleich a transponiert mal x und griechisch y gleich b transponiert mal y. So, wir sind davon ausgegangen, dass x und y Realisierungen von Zufallsvektoren sind. Das heißt, xi und y sind als Linearkombination dieser Zufallsvektoren dann selbst wieder Zufallsvariablen, die eine bestimmte Verteilung haben werden. Ja? Und deren Korrelation bezeichnen wir mit Rho von Xi und Y. Diejenige Linearkombination, für die dieses Rho von Xi und Y, das heißt das Rho von A transponiert X und B transponiert Y, maximal ist, das kann dann interpretiert werden als der beste Prädiktor, A transponiert X, und das am besten prädizierbare Kriterium, B transponiert Y. Um diese zu bestimmen, wollen wir im Rahmen der kanonischen Korrelationsanalyse also die Vektoren A und B finden, sodass Rho von Xi und Y maximal wird. Jetzt ist es aber so, dass sich die Korrelation unter linear-affiner Transformation nicht verändert. Ja? Das heißt, das Optimierungsproblem ist dadurch noch nicht eindeutig bestimmt. Stellen wir uns vor, wir hätten jetzt ein A und ein B, von dem wir glauben, dass sie die Korrelation zwischen Xi und Y maximieren. Dann könnten wir sofort unendlich viele andere A und B finden, für die diese Korrelation genauso hoch ist.
Weil wir wissen ja, Korrelation ändert sich unter linear-affiner Transformation nicht. Das heißt also, wenn die Korrelation von A transponiert X und B transponiert Y einen bestimmten Wert hat, dann wird auch die Korrelation, eine andere Korrelation, den gleichen Wert haben, nämlich wenn wir A mit einem Faktor skalieren. Also wenn wir beispielsweise A minus Alpha minus A Alpha mal A rechnen oder wenn wir B mit Beta multiplizieren, ja, dann haben wir andere Vektoren A und B. Wir erhalten aber dieselbe Korrelation, weil wir nur linear skaliert haben. Gut. Das heißt also, unser Optimierungsproblem ist noch nicht eindeutig definiert. Und damit es eindeutig definiert ist, führen wir die zusätzliche Bedingung ein, dass die Varianzen von Xi und Y, die also aus einer bestimmten Linearkombination mittels A und B hervorgehen, dass diese Varianzen 1 sein sollen. Und mit dieser Nebenbedingung haben wir dann das Optimierungsproblem eindeutig festgelegt. So, wir haben nämlich gesehen, dass entsprechend desselben Theorems, dass sich die Kovarianz sehr wohl unter linear-affiner Transformation verändert und damit auch die Varianzen. Das heißt, wenn wir die Bedingung aufstellen, dass die Varianzen 1 sein sollen, dann gibt es nicht mehr unendlich viele A und B, die diese Bedingung erfüllen, sondern nur noch bestimmte A und B. So, man kann das auch so ausdrücken, dass man zur Bestimmung von A und B auf ein restringiertes Optimierungsproblem geführt ist. Optimierung deshalb, weil wir etwas maximieren wollen. Wir wollen diejenigen A und B finden, die die Korrelation maximieren. Und restringiert deshalb, weil wir eine Nebenbedingung haben, die quasi eine Einschränkung unserer Optimierung darstellt oder eine Restriktion. Restringiertes Optimierungsproblem. So. Man kann dieses Problem auf verschiedene Weise angehen. Man kann zum Beispiel mit Lagrange-Multiplikatoren arbeiten. Dieses Wort hier unten links heißt Lagrange, nicht Lagrange. Das war ein französischer Mathematiker. Und so wurde das auch ursprünglich gemacht, als die kanonische Korrelationsanalyse zuerst eingeführt wurde. Wir folgen hier allerdings diesem Paper, Madia et al. 1979. Und dabei wird der Fokus auf der Kovarianz, auf die Kovarianz des gemeinsamen Zufallsvektors Z gelegt. Und es wird eben gezeigt, wie das Optimierungsproblem anhand dieser Kovarianzmatrix gelöst werden kann. Der Vektor Z sei dabei der Vektor, der entsteht, wenn man x und y in einen gemeinsamen Vektor kombiniert. Ja? Also x und y werden quasi einfach untereinander geschrieben. Das heißt, dieser Vektor Z hat dann mx plus my Einträge. Und diese Zahl bezeichnen wir als m. Gut. Wir wollen davon ausgehen, dass dieser Vektor z den Erwartungswert 0 hat, beziehungsweise genauer gesagt 0 Vektor. Dass also der Erwartungswert von z der m-dimensionale 0 Vektor ist. Das ist eine Annahme, die wir hier machen werden, weil sie die Herleitung vereinfacht. Und datenanalytisch oder datenanalysetechnisch kann man sich das so vorstellen, dass man also vor der kanonischen Korrelationsanalyse die Stichprobenmittel aller Komponenten des Vektors Z subtrahiert. Ja? Also man macht quasi, man nimmt eine Mitte der Zentrierung aller Komponenten des Vektors Z vor, dann haben die das Stichprobenmittel 0 und diese Bedingung, dass der Erwartungswert von Z 0 ist, ist erfüllt. Gut, an der Stelle könnten wir jetzt eine Pause machen, wenn Sie wollen. Dann haben Sie einmal die Möglichkeit, hier das zu verdauen. Und wir machen um 18.09 Uhr weiter. Test, Test, Test. Okay, gut. Yeah.
kommen jetzt zu dem ersten Theorem, mit dem wir die kanonische Korrelationsanalyse vorbereiten wollen. Und dieses Theorem heißt Kovarianzmatrizen von Zufallsvektoren, beziehungsweise genau genommen Kovarianzmatrix eines zusammengesetzten Zufallsvektors. Ja? Wir haben ja eben gesagt, dass wir in unserem Fall zur Herleitung der kanonischen Korrelationsanalyse den zusammengesetzten Zufallsvektor Z betrachten, der also aus den Elementen von X und den Elementen von Y besteht. Also aus zwei Spaltenvektoren wird ein weiterer Spaltenvektor, der dann größer ist. Und wir haben auch gerade gesagt, dass wir annehmen wollen, dass der Erwartungswert von Z 0 ist. Und unter dieser Bedingung kann die Kovarianzmatrix ausgedrückt werden in dieser Blockmatrixform hier in Gleichung 13, also als eine Matrix, die aus den Matrizen Sigma X, Sigma XY, Sigma YX, Sigma YY besteht, wobei die einzelnen Blöcke dieser Matrix Sigma XX, Sigma XY und so weiter sich so ergeben, wie hier in Gleichung 14 steht. Das heißt, als Erwartungswert so eines Produkts wie X mal X transponiert, X mal Y transponiert und so weiter. Mit anderen Worten, wenn der Erwartungswert eines zusammengesetzten Zufallsvektors der Nullvektor ist, dann ergibt sich die Kovarianzmatrix aus Erwartungswerten von äußeren Produkten. Ja? Also solche Ausdrücke hier, x mal x transponiert, bezeichnet man als äußeres Produkt im Gegensatz zum inneren Produkt, x transponiert x. Bei x transponiert x kommt eine Zahl raus. Bei x mal x transponiert kommt eine Matrix raus. Können Sie anhand der Matrix-Dimensionen nachvollziehen. Und die Kovarianzmatrix setzt sich dann also aus den Erwartungswerten von äußeren Produkten zusammen. Der Vorteil dieses Ganzen liegt hier darin, dass wir die Erwartungswerte der einzelnen Komponenten von x und y nicht berücksichtigen müssen, weil wir ja annehmen, dass der Erwartungswert des Z-Vektors 0 ist, sprich, dass unsere Daten mittelwertzentriert sind. Ja? Okay, das kann man auch natürlich beweisen und das möchte ich jetzt ebenfalls nicht an der Tafel machen. Das würde also so gehen, dass man zunächst einmal die Definition der Kovarianzmatrix hinschreibt, wie wir sie in Einheit 4, multivariate Normalverteilung, gesehen haben. Also Z minus Erwartungswert von Z mal das Transponierte davon. Und jetzt ist der Erwartungswert ja 0, wie eine Voraussetzung unseres Theorems ist. Das heißt, hier bleibt stehen Erwartungswert von Z mal Z transponiert. So, jetzt können wir für Z einsetzen. Z ist dieser zusammengesetzte Vektor. Das heißt, Z transponiert ist X transponiert, Y transponiert als Zeilenvektor. Ja? Dann wenden wir die Regeln der Matrixmultiplikation an und erhalten hier diese Blockmatrix. X mal X transponiert, X mal Y transponiert und so weiter. Und davon wollen wir den Erwartungswert nehmen. Erwartungswert einer Zufallsmatrix ist elementweise definiert. Das heißt, wir erhalten dann die Matrix der Erwartungswerte der einzelnen Einträge. Das ist das, was in der nächsten Zeile steht. Und diese Erwartungswerte haben wir definiert mit dem griechischen Buchstaben Sigma und den Indizes X und Y. Also Sigma XX, Sigma XY und so weiter. Okay. Das nächste Theorem, was wir brauchen werden, betrifft Linearkombinationen von Partitionen eines solchen zusammengesetzten Zufallsvektors. Also wir gehen erneut davon aus, dass Z der zusammengesetzte Vektor ist, wie hier geschrieben steht, mit dem Erwartungswert Nullvektor und der Kovarianzmatrix, wie wir sie eben hergelitten haben. Und dann definieren wir die Zufallsvariablen Xi als Linearkombination der Komponenten von x, a transponiert x, und y als Linearkombination der Komponenten von y, b transponiert y. Also genauer gesagt, griechisch y ist gleich b transponiert lateinisch y. Ja? Immer im Kopf behalten. Wenn es für Sie leichter ist, können Sie auch sagen, v ist gleich b transponiert y, wäre aber falsch. Okay. Dann gilt, dass die Varianz von Xi gleich A transponiert mal
Sigma XX mal A ist, dass die Varianz von Y B transponiert mal Sigma YY mal B ist und dass die Korrelation von Xi und Y A transponiert Sigma XY mal B ist unter der Bedingung, dass die Varianzen 1 sind. Sie sehen, das ist hier schon sehr spezifisch auf die kanonische Korrelationsanalyse hinformuliert. Ja? Also wir haben ein Interesse daran, die Korrelation von zwei Linearkombinationen auszudrücken unter der Bedingung, dass die Varianzen dieser Linearkombination 1 sind. Und für diese Varianzen haben wir dann ebenfalls Formeln. So. Und wie ergeben sich diese Formeln? Diese Formeln nehmen quasi einzelne Blöcke hier aus dieser Kovarianzmatrix von Z und verrechnen die mit A und B. Wir sehen, dass es bei den Varianzen gewissermaßen die Diagonalblöcke sind, Sigma XX und Sigma YY, und dass wir die Korrelation erhalten, indem wir Sigma XY mit A und B multiplizieren. Das heißt, die Varianzen ergeben sich als quadrierte Linearkombination von Sigma XX und Sigma YY. Quadriert in Anführungszeichen, weil wir multiplizieren hier zweimal mit A, A transponiert A, aber dazwischen steht noch irgendetwas, daher Linearkombination von Sigma XX. Und analog für die Korrelation der Linearkombination A transponiert X und B transponiert Y ergibt sich also so eine quadrierte Linearkombination von Sigma XY, die dann eben das nicht-diagonale Element dieser Block-Kovarianz-Matrix ist. Okay, dazu der Beweis. Wir beginnen mal mit den Varianzen von Xi und Y. Sie wissen, die Varianz ist der Erwartungswert der quadrierten Abweichung der Zufallsvariable von ihrem Erwartungswert. Und es gibt den Varianzverschiebungssatz, der eben besagt, dass man die Varianz auch dann erhält, wenn man das Quadrat des Erwartungswertes e von xi vom Erwartungswert des Quadrats, also e xi Quadrat, subtrahiert. Das ist das, was hier in der ersten Gleichung steht. Und jetzt setzen wir xi einfach ein. Xi ist definiert als a transponiert x. Und dann müssen wir hier einen Trick anwenden in der dritten Zeile. Da sehen wir nämlich, dass a transponiert x ein Skalar ist. Und für einen Skalar gilt, dass er gleich seinem Transponierten ist, weil es ja nur eine Zahl. Eine Zahl ist immer gleich ihrem Transponierten. Das heißt, wir können hier transponiert hinschreiben und dann das Matrixprodukt einer Transposition, die Transposition eines Matrixprodukts anwenden und erhalten dann eben hier in der Mitte x mal x transponiert, was sehr gut ist, weil wir dann jetzt alle a bzw. a transponiert aus den Erwartungswerten rausziehen können als konstante Faktoren. Dann bleibt hier rechts stehen, Erwartungswert von x, aber Erwartungswert von x ist ja 0, weil der Erwartungswert von z 0 ist und damit auch alle Komponenten von z den Erwartungswert 0 haben. Das heißt, es bleibt nur noch dieser linke Term, der erste Term der Differenz übrig und der ergibt sich dann zu a transponiert mal Sigma xx mal a. Für y läuft das analog, das heißt, mit einem analogen Beweis könnte man zeigen, dass die Varianz von y gleich b transponiert Sigma YY mal B ist. Dann zur Korrelation. Wir hatten gesagt, dass die Varianzen 1 sein sollen. Wenn die Varianzen 1 sein sollen, dann steht hier in der Definition der Korrelation unter dem Bruchstrich Wurzel aus 1 mal Wurzel aus 1. Das heißt, übrig bleibt nur, was über dem Bruchstrich steht. Das ist die Kovarianz von Xi und Y. Und hier gibt es jetzt analog zum Varianzverschiebungssatz einen Kovarianzverschiebungssatz, dahingehend, dass also wenn man das Produkt der Erwartungswerte der Zufallsvariablen vom Erwartungswert des Produkts der Zufallsvariablen subtrahiert, dass man dann die Kovarianz erhält. So kommt hier also die vierte Zeile zustande. Und dann können wir wie zuvor auch wieder einsetzen, Xi ist gleich A transponiert X, griechisch Y ist gleich B transponiert Y, und dann wenden wir hier denselben Trick an. Transposition eines Skalars ist der Skalar selbst. Und dann erhalten wir in der Mitte
XY transponiert, können A und B wieder aus dem Erwartungswert herausbewegen und kommen letztendlich auf A transponiert mal Sigma XY mal B. Okay, warum ist das jetzt gut? Das ist gut, weil wir jetzt einfache Ausdrücke für die Korrelation von Xi und Y, das heißt die Korrelation der Linearkombination, und die Varianzen der Linearkombination gefunden haben. Und auf Grundlage der Kovarianzmatrix von Z. Und diese Korrelation und die Varianzen sind ja das, was im Zentrum der kanonischen Korrelationsanalyse steht, das heißt das, was da optimiert werden soll. Okay. Jetzt kommt unsere Hauptdefinition zur kanonischen Korrelationsanalyse und die sieht sehr kompliziert aus, allerdings kommt hier vieles drin vor, was wir schon gesehen haben. Deshalb ist das nicht so schlimm, wie es aussieht und ich versuche das mal so ein bisschen auseinanderzunehmen. Also wir haben wieder den Vektor Z mit dem Erwartungswert 0-Vektor und der Kovarianzmatrix, wie bereits gesehen. Dann definieren wir die Matrix K. Die Matrix K soll sein Sigma xx hoch minus 1/2 mal Sigma xy mal Sigma yy hoch minus 1/2. Die Matrix K ist also ein Matrixprodukt aus Bestandteilen der Kovarianzmatrix von Z. Was bedeutet hoch minus 1/2? Hoch minus 1/2, wenn eine Matrix hoch minus 1/2 genommen wird, dann bedeutet das dasselbe wie A hoch minus 1 in Klammern hoch 1/2. Das heißt also, wir suchen die Quadratwurzel des Inversen einer Matrix. Was ist die Quadratwurzel einer Matrix? Die Quadratwurzel einer Matrix ist diejenige Matrix, die, wenn man mit sich selbst multipliziert, die Matrix ergibt, von der wir die Quadratwurzel ziehen wollen. Ja? Also das ist analog zu der Quadratwurzel in den reellen Zahlen und das ist das, was hier in Formel 21 passiert. So. Die Matrix K ergibt sich also aus den Komponenten von Kovarianz von Z. So. Die Matrix K ist keine symmetrische Matrix, sie ist auch keine quadratische Matrix, also nicht notwendigerweise eine quadratische Matrix, sondern es ist eine mx mal my Matrix. Ist also eine Matrix, die nicht notwendigerweise quadratisch ist. Wir wissen aber, dass alle Matrizen auch nicht quadratische Singulärwertzerlegungen haben. Siehe Einheit 3, Eigenanalyse. Und diese Singulärwertzerlegung schreiben wir hier hin. K ist gleich A mal Lambda mal B transponiert. Die Singulärwertzerlegung war so zu verstehen, dass Lambda dabei eine Diagonalmatrix ist, von Wurzeln aus Eigenwerten, Lambda 1 bis Lambda K, und A und B sind orthogonale Matrizen, deren Spalten den Eigenvektoren entsprechen. Und zwar den Eigenvektoren der Matrix K mal K transponiert für A, beziehungsweise den Eigenvektoren von K transponiert K für B. Das sind also hier diese Spalten Alpha 1 bis Alpha K und Beta 1 bis Beta K. So. Das ist also die Singulärwertzerlegung von K, was wir eigentlich schon kennen. Und jetzt ist die Frage, was ist eigentlich dieses K, dieses kleine K hier? Also diese Indizes gehen hier immer von 1 bis K, Alpha 1 bis Alpha K, Beta 1 bis Beta K, Lambda 1 bis Lambda K. K ist das Minimum von mx und my. Also in unserem Anwendungsbeispiel ist mx und my beides 2. Das Minimum von 2 und 2 ist auch 2. In dem Simulationsbeispiel, was wir gleich sehen werden, ist mx gleich 4 und my gleich 3, also 4 und 3 Variablen. Da wäre das Minimum 3, also da wäre k 3. K ist einfach die Anzahl der gemeinsamen Eigenwerte von k mal k transponiert und k transponiert k. Die größere Matrix hat dann noch mehr Eigenwerte, aber die sind alle 0. Das hatten wir in dem Seminar zur Eigenanalyse gesehen. Gut. Und dann schlussendlich definieren wir AI und BI als Sigma xx hoch minus 1/2 mal Alpha i und Sigma yy hoch minus 1/2 mal Beta i. So. Wir bezeichnen das, was wir jetzt in dieser Definition eingeführt haben, wie folgt. Die AI und die BI sind die kanonischen Koeffizientenvektoren
Davon gibt es also k Stück, entsprechend dieser Eigenvektoren hier in a und b. Die Zufallsvektoren xi und yi, die sich also als ai transponiert x und bi transponiert y ergeben, heißen kanonische Variaten. Und rho i, das den Diagonaleinträgen dieser Matrix Lambda entspricht, also die Wurzel aus Lambda i, seien die kanonischen Korrelationen. So, kanonische Koeffizientenvektoren, kanonische Variaten und kanonische Korrelationen. Warum jetzt diese ganze Definition? Was hilft uns das? Das ist die Vorbereitung für die Kernaussage der kanonischen Korrelationsanalyse. Also wir haben jetzt hier ein Theorem, was über die Dinge Aussagen macht, die wir eben in der Definition gesehen haben. Ja? Gut. Gegeben seien also jetzt wieder die kanonischen Koeffizientenvektoren ai, bi, die kanonischen Variaten ci, yi und die kanonischen Korrelationen rhoi. Die ergeben sich aus der Matrix K. Und die Matrix K ergibt sich aus der Kovarianzmatrix von Z. Siehe vorherige Folie, Gleichung 21. Ja? Wir arbeiten jetzt mit den kanonischen Koeffizientenvektoren, den kanonischen Variaten und den kanonischen Korrelationen. So, jetzt wird es kompliziert. Bisher war es ja nicht kompliziert. Das ist unser Optimierungsproblem. Ja? Wir wollen also die Korrelation von Xi und Rho optimieren unter der Bedingung, dass die Varianzen 1 sind, und wir haben bereits gesehen, diese Korrelation lässt sich ausdrücken als a transponiert sigma xy mal b. Hier unten stehen jetzt die Nebenbedingungen, nämlich, dass die Varianz von xi 1 ist, das ist jetzt Gleichung 28, dass die Varianzen von xi 1 sind, dass die Varianz von y 1 ist, und das gilt, a i transponiert sigma xx mal a ist gleich 0. Und das soll für alle i gleich 1 bis r minus 1 gelten. So. Das Maximum, was in diesem Optimierungsproblem erreicht wird, bezeichnen wir als phi r. Und das Theorem besagt dann, dass phi r den Wert rho r hat. Also dass die r-te kanonische Korrelation dieses Optimierungsproblem löst. Und dass phi r den Wert rho r annimmt, wenn a gleich ar und b gleich br sind, wobei r hier der Index an den kanonischen Koeffizientenvektoren ist. Der Schlüssel zu dem Verständnis liegt hier in dem r minus 1. Ja? Warum geht hier der Index i von 1 bis r minus 1? Also stellen wir uns vor, wir wären bei r gleich 1. Das heißt, wir betrachten phi 1. Und dann geht der Index hier in Gleichung 28, i gleich 1 bis r minus 1, der geht von 1 bis 0, das heißt die Nebenbedingung ai transponiert sigma xx a gleich 0 entfällt. Das heißt also, phi 1 ist die größtmögliche Korrelation der Linearkombination xi und y unter den Nebenbedingungen Varianz von xi 1, Varianz von y 1. Das war jetzt Bemerkung 1. Für alle weiteren Phi, also Phi 2, Phi 3, Phi 4 und so weiter, gilt, das ist die größtmögliche Korrelation der Xi, der Linearkombination Xi und Y, unter den Bedingungen, dass die Varianzen 1 sind, und unter der zusätzlichen Bedingung, dass die Kovarianz von Xi, das heißt der i-ten kanonischen Variate, mit Xi gleich 0 ist. Das ist so eine Art Orthogonalitätsbedingung. Ja? Das heißt also, wir haben mehrere mögliche Linearkombinationen. Phi 1 beschreibt hier die, nicht nur Phi 1, also A1, B1, die kanonischen Koeffizientenvektoren A1, B1, beschreiben die Linearkombination mit der größtmöglichen Korrelation von Xi und Y, also dieser Linearkombination. Und dann gibt es noch andere Linearkombinationen, die sich durch die anderen kanonischen Koeffizientenvektoren, also a2b2, a3b3 und so weiter ergeben.
Und die haben auch die größtmögliche Korrelation, aber unter einer anderen Bedingung, dass nämlich die Kovarianz der Linearkombination Xi mit dem Xi von der größtmöglichen Korrelation 0 ist. Ja, ich weiß nicht, vielleicht hilft es Ihnen dabei so an ein lineares Regressionsmodell zu denken. Oft finden Leute es wichtig, dass die Regressoren in so einem Regressionsmodell orthogonal zueinander sind. Das heißt, der zweite Regressor wird auf den ersten Regressor orthogonalisiert und der dritte Regressor wird auf den ersten und den zweiten orthogonalisiert und der vierte Regressor wird auf den ersten, zweiten und dritten orthogonalisiert und so weiter. Und so ähnlich ist es hier auch. Ja? Wir haben also die Linearkombination mit der größtmöglichen Korrelation und dann haben wir weitere Linearkombinationen mit der größtmöglichen Korrelation, sodass sie zu der ersten orthogonal sind oder zu der ersten und der zweiten oder zu der ersten, der zweiten und der dritten. So, das ist dieses Haupttheorem, von dem ich vorhin gesprochen habe und das wir hier nicht beweisen werden. Beweis, siehe Anhang. Jetzt kommen wir zu dem Simulationsbeispiel, was ich besprechen wollte und was wir auch ein bisschen ausführlicher besprechen wollen. Wir betrachten hier ein Beispiel aus diesem Paper, Uozio et al. 2018, und da seien also zunächst einmal zwei Zufallsvektoren x und y gegeben. Und x kommt dabei aus einer multivariaten Normalverteilung mit dem Nullvektor als Erwartungswert und der Einheitsmatrix als Kovarianzmatrix, 0, 4, i, 4. So. Ich kann es mal aufschreiben, wie das aussieht, wenn man das ausformuliert. Also, das ist eine Normalverteilung über einen Zufallsvektor mit vier Komponenten, x1 bis x4, mit dem Erwartungswert 0, 4. Das ist ein Nullvektor mit vier Nullen. Und der Kovarianzmatrix, Einheitsmatrix. Das ist die vierdimensionale Einheitsmatrix. So. Jetzt haben wir weiterhin auf der Folie gegeben, dass y durch eine bedingte Verteilung von y gegeben x beschrieben werden soll. Wobei diese Verteilung auch wieder eine multivariate Normalverteilung ist, mit dem Erwartungswert L mal X und der Kovarianzmatrix G, wobei das L und das G in der Gleichung 30 gegeben sind. So. Auch das schreibe ich jetzt nochmal hin. Wie viele Komponenten der Vektor Y hat, lasse ich mal kurz offen, das werden wir gleich sehen. Dann kommt die Matrix L, die ist also 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, minus 1. Dann kommt der Vektor x, das ist vierdimensional, x1 bis x4, das ist der Erwartungswert von y. Und dann kommt die Matrix G und die sei gegeben durch eine Diagonalmatrix mit den Einschlägen 0,2, 0,4 und 0,3. So, wie viele Einträge hat der Vektor y? Der Vektor y ist ein wie viel dimensionaler Zufallsvektor? Also wie viele Komponenten hat er? Bin ich sicher, ob ich schon gehört habe, bitte? Drei. Drei, richtig. Das heißt, das ist hier eine Normalverteilung über y1 bis y3. So, das ergibt sich daraus, wenn man die Matrix L mit x multipliziert, und das werden wir auch gleich tun. Man kann das Ganze dann auch umschreiben in folgender Form. Man kann sagen, y ist gleich lx, das ist der Erwartungswert von y, plus ein dreidimensionaler Vektor epsilon, so eine Art Fehlerterm,
wobei Epsilon einer multivariaten Normalverteilung folgt, mit Erwartungswert 0 Vektor und Kovarianzmatrix G. So, das ist eine andere Art und Weise, das auszudrücken. Und wenn man jetzt dieses Matrixprodukt hier ausrechnet, dann kommt man auf das, was da auf der Folie in Gleichung 31 steht. Das heißt, da steht dann Y, wir schreiben das jetzt mal hier in Vektornotation auf. Der Vektor Y1 bis Y3 ist gleich. Vielleicht kann ich es hier sogar farbig machen. Also, erste Zeile mal Vektor X. 0 mal x1 plus 0 mal x2 plus 1 mal x3 plus 0 mal x4 ja? ergibt x3. Zweite Zeile mal der Vektor x heißt 1 mal x1 plus 0 mal der ganze Rest, x1. Und dritte Zeile mal Vektor x, da kommt raus, minus 1 mal x4, alles andere hat den Faktor 0, das heißt minus x4. So, Klammer zu, plus Epsilon 1, Epsilon 2, Epsilon 3 als Vektor, wobei die Epsilons dann Normalverteilungen folgen mit den Erwartungswerten 0 und den Varianzen 0,2, 0,4 und 0,3. Die ergeben sich hier aus den Diagonaleinträgen der Matrix G. Matrix G ist eine Diagonalmatrix. Wenn die Kovarianzmatrix von einer multivariaten Normalverteilung eine Diagonalmatrix ist, dann heißt das, dass die Komponenten unabhängig voneinander sind. So, das ist hier das generative Modell in unserem Fall, ja? Also das Modell, was die Daten erzeugt. Und was besagt dieses Modell? Dieses Modell besagt, dass x3 sehr stark auf y1 mappt, x1 sehr stark auf y2 mappt und x4 sehr stark auf y3 mappt. Das ist vermittelt durch diese L-Matrix. Ja? Und die, dabei sind die x selbst Zufallsvariablen, haben also auch eine bestimmte Verteilung und das Mapping der x auf die y ist nicht perfekt, sondern es gibt da noch einen Fehlerterm, der also hier durch das Epsilon beschrieben wird, was in Gleichung 33 dann klargestellt ist. Gut, das heißt, wir haben also eine Situation, in der wir vier Variablen haben, von denen drei auf drei abhängige Variablen abbilden und eine von denen bildet gar nicht ab. Ja? Also Sie sehen, dass sich hier x2 nirgendwo wiederfindet. x2 hat keinen Einfluss auf y. Die anderen haben einen Einfluss auf y. Gut. Dann haben wir jetzt hier eine marginale Verteilung und eine bedingte Verteilung. Was können wir damit machen? Mit einer marginalen und einer bedingten Verteilung? Ich gebe mal einen Tipp. Denken Sie an das Gesetz der bedingten Wahrscheinlichkeit. P von Y gegeben x ist gleich p y und x geteilt durch px. Das kann man umstellen zu p von y und x ist gleich p von y gegeben x mal p von x. Erinnert sich jemand an das letzte Theorem von Einheit 4, multivariate Normalverteilung? Nein, also ich erinnere Sie nochmal daran, was wir da gemacht haben. Das war das Theorem zu gemeinsamen Normalverteilungen. Und wir haben dort gezeigt, also tatsächlich haben wir es nicht gezeigt, sondern wir haben es nur behauptet, dass eine marginale Normalverteilung und eine bedingte Normalverteilung eine gemeinsame Normalverteilung induzieren und dass sich die Parameter der gemeinsamen Verteilung dann aus den Parametern der marginalen und der bedingten Verteilung ergeben. Ja, also wenn x so verteilt ist mit diesen Parametern und y bedingt auf x multivariat normal verteilt ist, mit dem Erwartungswertparameter ax plus b und irgendeiner Kovarianzmatrix,
dann sind x und y auch gemeinsam als kombinierter Zufallsvektor, multivariat normal verteilt, mit den Parametern μx und a μx plus b als Erwartungswert und einer Kovarianzmatrix, die sich dann auch aus der ursprünglichen Kovarianzmatrizen sigma xx und sigma yy zusammensetzt. Wir wollen das jetzt hier einmal benutzen, um die gemeinsame Verteilung von x und y in unserem Beispielszenario zu ermitteln. Ja? Dafür wollen wir zunächst mal festhalten, was hier was ist. Also, wir haben hier dieses a ist L, ja, weil x wird mit L multipliziert. Dieses b ist der Nullvektor, weil wir hier nichts zu x, zu Lx dazu addieren. Des Weiteren gilt, dass sigma xx die vierdimensionale Einheitsmatrix ist, das steht hier, und dass sigma yy die Matrix G ist. Das steht hier. So, dann können wir ja einfach mal diese Formel anwenden und die gemeinsame Verteilung von x und y aufschreiben. Ich mache das jetzt mal wieder in dieser Wahrscheinlichkeitsdichte-Funktionsnotation, wie wir hier auch begonnen haben. Das heißt, die Verteilung von des Vektors xy in Klammern, damit auch die Verteilung des Vektors z, ja, ist folgende. Das ist eine multivariate Normalverteilung auf dem Vektor z mit den Parametern μx, μx ist 0,4 und dann L mal μx, das ist L mal 0,4 ja. Und der Kovarianzmatrix, jetzt müssen wir hier hingucken, sigma xx ist Einheitsmatrix. Ich schalte mal kurz eine Folie weiter, damit wir das Ergebnis schon mal sehen. Dann sigma xx mal a transponiert ist i4 mal l transponiert. Dann l mal i4, jetzt sind wir hier. Und dann noch sigma yy, also g plus a mal sigma xx mal a transponiert. Das heißt l mal i4 mal l transponiert. Klammer zu, Klammer zu. So. Was passiert mit Einheitsmatrizen in Matrixprodukten? Bitte? Die fallen raus. Die fallen raus. Genau, also das heißt, hier fällt ziemlich vieles raus. Wir beginnen mal mit der Kovarianzmatrix. I4 ist die vierdimensionale Einheitsmatrix. Die muss natürlich stehen bleiben, weil wir hier mit nichts multiplizieren. Ja. I4 mal L transponiert ist L transponiert. L mal I4 ist L. Und L mal I4 mal L transponiert ist L mal L transponiert. So. Hier haben wir jetzt den vierdimensionalen Nullvektor und dann nochmal den vierdimensionalen Nullvektor von links multipliziert mit L. Und da kommt der dreidimensionale Nullvektor raus, aufgrund der Größe der Matrix L. Das heißt, zusammengenommen kommen wir auf das Ergebnis, was hier in Gleichung 34 steht, dass nämlich der gemeinsame Vektor xy einer siebendimensionalen Normalverteilung folgt, mit dem Erwartungswert Nullvektor und der Kovarianzmatrix Sigma, wobei Sigma aus den Bestandteilen steht, die wir hier an der Tafel haben und die da in Gleichung 36 stehen. Diese Matrix ist dann hier auch einmal ausgerechnet in Gleichung 37. Das heißt, da kommt diese Matrix raus. Sie sehen hier zum Beispiel, wenn Sie die ersten vier Zeilen und die ersten vier Spalten betrachten, dass da die
vierdimensionale Einheitsmatrix vorkommt und hier unten links und oben rechts sehen Sie L und L transponiert. Ja? Das heißt also, wenn wir einmal so eine Annahme machen, dass x aus einer bestimmten Verteilung kommt und dass y irgendwie abhängig ist von x, dann bewirkt das eine gemeinsame Verteilung von y und x, die bestimmte Parameter hat. Okay. Das rechnen wir jetzt hier auch noch einmal in R durch. Also hier haben wir die Matrix L definiert und die Matrix G. Dann ergibt sich daraus in der Art und Weise, wie wir es gerade gezeigt haben, die Matrix Sigma mit den Bestandteilen Sigma XX, Sigma XY und so weiter. Und diese Matrix hier unten ist also die gleiche, die wir auch eben gerade ausgerechnet haben. Gut. Jetzt berechnen wir die Matrix K, führen also unser Simulationsbeispiel weiter und berechnen die Matrix K aus den Bestandteilen der Kovarianzmatrix, wenden eine Singulärwertzerlegung an, extrahieren die Ergebnisse der Singulärwertzerlegung. Die kanonischen Korrelationen sind die Diagonaleinträge der Matrix Lambda. A und B ergeben sich aus den Eigenvektoren in A und B, wiederum multipliziert mit Sigma xx mal hoch minus 1/2 und Sigma yy hoch minus 1/2. Und dann erhalten wir diese kanonischen Korrelationen und diese kanonischen Koeffizientenvektoren. Die ergeben sich aus dem zugrunde liegenden Modell. Ja? Das sind die wahren Werte der kanonischen Korrelationen und der kanonischen Koeffizientenvektoren, die wir natürlich in realen Daten nicht sehen werden. So, gibt es Fragen bis hierher? Bitte. Ja, können Sie die Tafel nochmal aufklappen? Ich würde das nämlich gerne mal abfotografieren. Ja. Okay, dann kommen wir jetzt abschließend noch zur Modellschätzung. Und die Modellschätzung ist recht simpel, auch wenn das hier ein bisschen komplizierter aussieht, weil wir sehen werden, dass die Statistiken da lediglich durch ihre Stichprobenwerte ersetzt werden. Ja? Also wir haben jetzt hier einen Datensatz, der besteht aus den Vektoren Zi, beziehungsweise der besteht aus den Vektoren Xi und Yi. Und daraus kann man dann den Vektor Zi konstruieren, von dem wir eben annehmen, dass er unabhängig und identisch verteilt ist, entsprechend der Verteilung mit einem Erwartungswert Nullvektor und einer bestimmten Kovarianzmatrix. Gut. Jetzt berechnen wir die Stichprobenkovarianzmatrix C, die dann auch entsprechend partitioniert werden kann in ihre Bestandteile CXX, CXY und so weiter. Dann können wir... Ja, bitte? Sind dann CXY und CYX immer gleich? Nein, das müsste eine Gleichheit bis auf Transposition sein. Also das heißt, Sie haben dieses Verhältnis hier. Sigma yx ist gleich Sigma xy transponiert und cyx ist gleich cxy transponiert. Okay. Ja? Also Kovarianzmatrizen sind ja symmetrisch und daher gilt das, aber die sind nicht genau gleich, weil die können ja verschiedene Größe haben. Ja, also die eine ist mx mal y, die andere ist my mal x, deshalb muss man die transponieren. Gut, jetzt haben wir die Stichprobenkovarianzmatrix. Daraus ermitteln wir jetzt die geschätzte Matrix K. Die geschätzte Matrix K wird genauso berechnet wie die Matrix K, nur dass wir hier die Bestandteile der Stichprobenkovarianzmatrix benutzen. Siehe Gleichung 41. Dann machen wir eine Singulärwertzerlegung für diese geschätzte Matrix K und erhalten die geschätzten kanonischen Koeffizientenvektoren AI Dach und BI Dach sowie die geschätzte kanonische Korrelation Rho I Dach gleich Wurzel aus Lambda I Dach. Gut, mit anderen Worten, um das Modell der kanonischen Korrelationsanalyse zu schätzen, wird also diese theoretische Kovarianzmatrix C einfach ersetzt durch die Stichprobenkovarianzmatrix, die wir anhand unseres realen Datensatzes erhalten. Okay, dazu machen wir jetzt auch ein Simulationsbeispiel, weil wir, oder das rechnen wir anhand unseres Simulationsbeispiels durch, weil wir zeigen wollen, dass das erwartungstreue bzw. unverzerrte Schätzer der zugrunde liegenden Parameter sind. Also hier wird zunächst nochmal das generative Modell spezifiziert, mx gleich 4, my gleich 3. K ist dann das Minimum dieser beiden, also wäre hier in dem Fall 3. Die L-Matrix, die G-Matrix haben wir bereits gesehen
Daraus ergibt sich die Sigma-Matrix und aus der Sigma-Matrix ergibt sich die K-Matrix, die dann Singulärwert zerlegt wird. Das haben wir eben gerade schon gesehen, als wir die kanonischen Korrelationen und kanonischen Koeffizientenvektoren berechnet haben. So, das ist das theoretische zugrunde liegende Modell. Jetzt wollen wir ja simulieren. Das heißt, wir wollen viele Realisierungen aus dem zugrunde liegenden Modell erzeugen, Zufallsvariablen, und anhand derer das Modell durchrechnen. Das heißt also, wir vollziehen hier 1000 Simulationen, 1E3 heißt 1 mal 10 hoch 3, und in jedem Simulationsdurchlauf generieren wir eine Datenmatrix Y, die aus einer multivariaten Normalverteilung kommt, mit dem Erwartungswert 0-Vektor, das war hier der Vektor 0,7, ja, und der Kovarianzmatrix Sigma. So, jetzt haben wir eine Datenmatrix, für die können wir die multivariaten Deskriptivstatistiken berechnen, siehe Einheit 5. Und das ist hier in erster Linie die Stichproben-Kovarianzmatrix. Wir berechnen also die Einheitsmatrix, die 1-Matrix und dann damit die Stichproben-Kovarianzmatrix, die auch wieder entsprechend partitioniert wird in CXX, CXY und so weiter. Und das, was dann hier unten das letzte Codesegment ist, ist die Schätzung der kanonischen Korrelationsanalyse. Das heißt, die geschätzte Matrix K, K-Dach, die Singulärwertzerlegung dieser Matrix, woraus wir erhalten die geschätzten kanonischen Korrelationen, Rohdach, und die geschätzten kanonischen Koeffizientenvektoren, A-Dach und B-Dach. Okay, jetzt schauen wir uns die an, schauen wir uns die Ergebnisse unserer Simulation an. Was Sie hier als waagerechte Linien sehen, sind die wahren Werte der kanonischen Korrelation, die durch das zugrunde liegende Modell induziert werden. Das waren die, die hier berechnet wurden, als Rho 1, Rho 2 und Rho 3. Ja? Und wir sehen, dass also die gezackten Linien stellen jetzt die Mittelwerte über viele Simulationen dar, beziehungsweise genauer gesagt stellen das die Mittelwerte über einen immer größer werdenden Datensatz dar. Also hier links hat der Datensatz 10 Datenpunkte, hier rechts hat er 1000 Datenpunkte. Und wir sehen, dass je mehr Daten wir hier benutzen, dass desto besser unser Schätzer, unsere Schätzer der kanonischen Korrelationen werden und dass sie im Limit n gegen unendlich erwartungstreu sind. Dasselbe gilt für die Werte der kanonischen Koeffizientenvektoren. Wir haben hier exemplarisch die Absolutwerte des ersten kanonischen Koeffizientenvektors A1. Ich erinnere noch mal kurz daran, das war dieser hier. A1 ist gleich 0, 0, minus 1, 0. Und dessen Absolutwerte sind hier einmal gezeigt. Die blaue Linie entspricht dem Betrag von minus 1, das ist 1. Und die anderen sind alle 0. Und wir sehen, dass auch hier wir mit einem wachsenden Datensatz, das heißt mit immer mehr Realisierungen aus dem Modell, uns diesen Absolutwerten des kanonischen Koeffizientenvektors annähern. Okay, jetzt kommen wir ganz zum Schluss zurück auf unser Anwendungsbeispiel, in dem wir also wissen wollten, wie wirkt sich Therapiegüte operationalisiert über zwei Variablen, Therapiedauer und Erfahrung, auf Therapieerfolg operationalisiert über die zwei Variablen BDI-Score-Reduktion und Glukokortikoid-Reduktion. Das war unser Datensatz, den wir bereits gesehen haben. Und hier ist jetzt ein R-Skript, was diesen Datensatz im Sinne der kanonischen Korrelationsanalyse analysiert. Wir haben auf der X-Seite Duration und Experience, auf der Y-Seite Delta BDI und Delta Glu. Wir berechnen wieder die Stichproben-Kovarianzmatrix. Der komplette Code, den Sie hier sehen, entspricht also dem, was in der vorherigen Simulation innerhalb der Schleife stand. Geschätzte K-Matrix, Singulärwertzerlegung, geschätzte kanonische Korrelationen und so weiter und so fort. Und wir erhalten dann hier die Ergebnisse, Rho 1 Dach ist 0,99 und Rho 2 Dach ist 0,50. Das heißt also,
die beste Linearkombination von Duration und Experience auf der einen Seite und von Delta BDI und Delta GLU auf der anderen Seite ergibt eine sehr hohe Korrelation von 0,99. Und dann gibt es eine zweite mögliche Linearkombination, die hier durch A2-Dach und B2-Dach beschrieben wird, die eine niedrigere Korrelation hat, nämlich 0,50, und die zu der ersten Linearkombination orthogonal ist. Das war dieses komplizierte Theorem, was wir vorhin diskutiert haben. So, man kann natürlich auch die Einträge von A1-Dach und B1-Dach interpretieren. Das sind die Linearkombinationen, die der größtmöglichen Korrelation zugrunde liegen. Und diese Interpretation ist hier auf der nächsten Folie vorgenommen. Da werde ich jetzt nicht im Detail darauf eingehen, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit. Und weil wir denselben Datensatz auch im Seminar analysieren wollen, wenn Sie also wissen wollen, wie sich diese Einträge von A1-Dach und B1-Dach hier interpretieren lassen, was das alles bedeutet, wie man die Ergebnisse einer kanonischen Korrelationsanalyse verbalisieren kann, dann kommen Sie ins Seminar und lassen sich das da von der Präsentationsgruppe erklären. Natürlich können Sie dieselbe Analyse auch in R durchführen, mit der in R eingebauten Funktion CanCore für Canonical Correlation, und da entsenden dieselben kanonischen Korrelationen 0,99 und 0,50. Gut, das hier ist nochmal diese Interpretationsfolie, die Sie sich zu Gemüte führen sollten. Und dann wären wir am Ende. Und ja, gibt es noch Fragen zu dem Thema? Bitte. Was genau sagt mir jetzt diese Orthogonalität der zweiten Linearkombination? Also was bedeutet das konkret? Das ist immer so abstrakt. Ja, also, okay, also das bezieht sich ja letzten Endes auf dieses Haupttheorem, ja? Hier. Also wir hatten gesagt, dass Rho 1 die größtmögliche kanonische Korrelation ist, ja? Also Phi R nimmt ja den Wert Rho R an, das heißt Phi 1 gleich Rho 1 ist die größtmögliche kanonische Korrelation, die wir durch irgendeine Linearkombination erhalten können. Das mit der Orthogonalität, oder was ich so ausgedrückt habe als Orthogonalität, sagt Ihnen jetzt, es gibt weitere mögliche Linearkombinationen, die auch zu einer hohen Korrelation führen. Nicht die größtmögliche Korrelation, aber die größtmögliche Korrelation unter der zusätzlichen Bedingung, dass diese weiteren Linearkombinationen orthogonal sind zu der ersten bestmöglichen Linearkombination. Also wenn jetzt beispielsweise die bestmögliche Linearkombination von x1 und x2 auf den Vektor minus 2 basiert, ja, das wäre hier in diesem Fall A transponiert, das wäre x, sagen wir mal A1 transponiert, dann könnte es sein, dass eine weitere mögliche Linearkombination gegeben ist durch den Vektor minus 2, 1. Das wäre dann hier A2 transponiert mal x. Und diese beiden Vektoren, die ich hier angeschrieben habe, A1 und A2, sind orthogonal zueinander, weil wenn wir das Skalarprodukt bilden, 1 mal minus 2 plus minus 2 mal 1, muss noch ein Minus stehen. 1 mal minus 2 plus minus 2 mal minus 1 sind minus 2 plus 2 gleich 0. Und ja, das ist so ein bisschen das, was dadurch ausgedrückt ist. Also an sich ist bei der Durchführung einer kanonischen Korrelationsanalyse meistens aber nur die größtmögliche Korrelation der Linearkombination interessant. Das heißt, man interessiert sich für die erste kanonische Korrelation, die auf den ersten kanonischen Koeffizientenvektoren basiert. Danke. Ja. Gut, wenn keine weiteren Fragen sind, dann sehen wir uns morgen im Seminar. Vielen Dank.